Für günstige und schnelle Coins checkt meinen Sponsor Gfold aus. Ihr unterstützt mich mit jedem Kauf und obendrauf gibt es einen 6% Rabattcode. Die Links und den Code dazu findet ihr in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht Leute, Hamburg Youngsters hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zum Lightning Round Video. Gleich seht ihr die Packs, die ich gestern alle gezogen habe. Jetzt will ich noch ganz kurz anmerken, dass ich die Weekend League zocke und zwar mit diesem freshen Team. Kostet ein paar Mille, auf jeden Fall richtig fresh. Das mit Ronaldo, Figo, Suarez, Effenberg als Legende und war Pogba, alle mehr, alle schon im Team. Schalt auf jeden Fall ein, oben ist der Link in der Beschreibung und dann würde ich sagen, viel Spaß mit den Packs, Jungs. So, Freunde, wir beginnen hier direkt und ziehen hier ein paar 100k-Packs. Es ist ein... Nein, es ist kein Walkout. Direkt skippen, mal gucken, was wir hier bekommen haben. Da sind wirklich seltene Packs bei. Und wir haben, okay, Nolito, das ist jetzt nicht so der fresheste. Egal, nehmen wir erstmal alles mit auf den Transfermarkt. Den Rest stoßen wir ab. Boni war jetzt nichts Interessantes. Direkt nochmal 100k-Sets. Ballern wir raus. Es dauert ein bisschen länger, aber es ist like... Hey, oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich dachte gerade, das ist ein richtiger was in der Wohemba-Karte. 84er auf jeden Fall, Luis Gustavo am Start. Hätte natürlich auch was gut sein können. Gamero, okay, das Pack war okay, aber nicht besser. Wir machen einfach mal... Wir öffnen das nächste Pack und zwar... Mal gucken. Oh mein Gott. Es ist ja ein Walkout! Es ist ein Walkout! Bitte, bitte, Ronaldo, bitte, Ronaldo! Oh, die ist groß, die ist groß! Oh mein Gott, das ist schon ein Spieler! Und es ist Spanien... Es ist doch her, nein, es ist Iniesta. Sehr nice. Haben wir schon mal Iniesta, Alter. Aber was war das für eine riesige Sternschnuppe am Anfang? Oh mein Gott, geht schon mal ab. Wir drücken erstmal weiter. Wir wollen natürlich weitere 100k-Packs öffnen. Und sogar noch eine Movember-Karte. Oh mein Gott, und Rakitic 87 auch noch drin. Oh mein Gott, was ist das für ein heftiges Pack? Wir machen aber direkt weiter. Wir holen uns noch eins natürlich. Wir gehen weg wie sonst was. Geht weg, Jungs. So, und jetzt geht's weiter. Noch ein 100k-Set. Komm, komm. Oh mein Gott. Es ist wieder ein Walkout! Es ist wieder ein Walkout! Bitte, Ronaldo! Komm schon! Bitte! Bitte! Oh mein Gott! Schon wieder! Und es ist... Was ist das für eine Fahne? Was ist das für eine Fahne? Ich sehe es nicht ganz. Es ist LM. Es ist Franck Ribéry. Okay, alles klar. Aus Frankreich. 87er, aber immerhin ein Walkout. Alles klar. 86er Ribéry. Kann man auf jeden Fall mal machen. Jungs, Alter, ich verliere so langsam gerade meine Stimme. Ansonsten im Packs ist gerade ziemlich fresh Karten, aber machen wir direkt weiter und holen das nächste Pack. Oh, Alter. Walkout after Walkout. Okay, es geht jetzt hier weiter. Jesus Christ. Ist es wieder ein Walkout? Nein, es ist diesmal kein Walkout. Aber es ist eine riesen Schnellschuhe! In der Form! In der Form! Nein, es ist Defoe 83. Ich dachte, es ist Ronaldo, Alter. Aber da wäre Walkout gekommen. Aber schon wieder direkt ein geiler in Form hinterher. Oh mein Gott, Laporte, Mata, alle drin. Gimenez, Coman. Ich mache einfach mal straight weiter durch. Was ist das, Jungs? Was ist das für eine krasse Lightning Round? Hier kommen so asoziale Packs, das ist nicht mehr normal. Und nur noch 11.000. Wir öffnen eins. Komm schon, bitte. Und was ist das? Schon wieder! Schon wieder was Heftiges! Oh mein Gott, es ist eine Movember-Karte. Was? 77, okay, die ist natürlich jetzt nicht so fresh. Bitte hab einen guten Spieler im Hintergrund. Bitte hab einen guten Spieler im Hintergrund. Und naja, es ging. Aber immerhin eine Movember-Karte erneut. Also wir ziehen hier wirklich ziemlich gute Karten. Oh mein Gott, Jungs, ich komme gar nicht gerade drauf klar. Hoffentlich ziehen wir noch 100k-Pack. Wäre auf jeden Fall mega fresh. Wir schaffen es noch. Wir haben noch eins bekommen. Es ist wieder... Oh mein Gott, okay, das ist das schlechteste 100k-Pack, was ich gerade hier gezogen habe. Die anderen waren alle heftig. Nur das hier, nein, nehmen wir mit. 82er war der höchste. Nützt nichts. Vielleicht schaffen wir noch ganz schnell das letzte 100k-Pack hier zu ergattern. Oh mein Gott, und jetzt... Wir haben es doch geschafft. Und jetzt dreht es sich. Eine Riesensternschnuppe. Und es ist eine Form. Und es ist... Ah, es ist der Buonanotte, oder wie der hieß. Ich glaube. Und wir haben Navas und Fährmann und also Bailey. Wir haben einige richtig gut in diesem Pack. Und dazu haben wir diesen in Form. Sumao noch am Start. Also man kann sich eigentlich nicht beklagen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch eins schaffen. Wäre ultimativ geil, aber mal gucken. Ich bin ziemlich gespannt. Oh, wir haben noch 403. Eins können wir noch. Eins können wir noch und es öffnet sich. Eine Riesenstellschuppe erneut und es ist eine Movember-Karte. Es ist der von Henderson in ZM. Also im November haben wir ein bisschen viele Informs, haben wir alles dabei. Wir haben Walkouts, wir haben alles eigentlich gut bis jetzt heftig gezogen. Bei uns läuft eigentlich richtig gut. Und ja, nehmen wir auch mit, aber ich glaube nicht, dass wir noch eins kriegen. Und dann warten wir auf die weitere. Es soll nämlich ganz, ganz besondere Special Packs geben. So, weiteres 125k-Pack. Es ist ein Walkout! Es ist ein Walkout! Und jetzt vielleicht ein Inform. Oh nein, was ist das? Doch, es ist ein Inform. Was laber ich hier gerade, Alter? Oh mein Gott, es ist Messi! Oh nein, es ist Agüero, auch geiler Spieler. Aber ich dachte gerade, es ist Messi, argentinische Flagge. Flagge kam runter. Agüero haben wir auf jeden Fall hier schon mal. Sehr nice. Mal gucken, was wir... Oh, wir haben noch Navas drin und Lukaku und viele mehr. Sehr schönes Ding hier. Wir machen das mal weiter. Aber Agüero 89, richtig geil auf jeden Fall. Kann man machen.
Holy shit! Richtig gutes Pack hier am Start. Und wir haben noch zwei Stück, die wir ziehen können. Mal gucken, ob wir nochmal bekommen. Und es kommt wieder ein gutes Pack. Und es ist eine große Sternschuppe. Aber ich glaube nicht, dass das ein über 85er wird. Okay, doch. Es wird 84er Joe Hart. Okay, bei 125k kann man das machen. Aber trotzdem, es ist echt mega Spannung drin, Jungs. Auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben dafür da lassen. Und ja, wir haben ja trotzdem richtig gute Leute eigentlich gezogen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Nehmen wir noch ein paar mit. So, zack, den Rest stoßen wir ab, weil da nichts Brauchbares mehr drin ist. Und dann haben wir noch eins. Mal gucken. Es ist... Oh mein Gott. Es ist ein... Nein, oder? Doch. Na, es ist ein 87er. Und zwar ist es Handanovic. Okay, alles klar. Ich hätte gedacht, es ist Oblak gewesen. Aber bei beiden wäre es nicht so gewesen. Mal gucken, was haben wir hier noch? Carvajal, Konoplyanka und einiges mehr. Also hier ist auf jeden Fall kein schlechtes Pack. Gamero etc. auch am Start. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Die Packs im Hintergrund, die habe ich gerade jetzt hier fürs Auto nachkommentiert. Die hatte ich auch noch gezogen, die in Bayer wurde Facecam. Und dann bin ich gleich raus. Und ciao.